tanzen auf lettische Art und Weise. Mit ihrem volkstümlichen Tanz in traditionellen Gewändern präsentierte sich das lettische Zentrum Münster e.V. als eine von insgesamt 22 Nationen beim diesjährigen Internationalen Sommerfest der Uni. Auf die Beine gestellt von der Brücke, dem Aster und der ausländischen Studierendenvertretung hatten ausländische Vereine am Wochenende nun die Möglichkeit, sich den Münsteranern vorzustellen. Die Idee dahinter? Eigentlich das Ziel ist, dass die Studierenden hier an der Uni die Möglichkeit haben, Kontakt mit den anderen ausländischen Studierenden in Kontakt zu kommen und Informationen zu bekommen, damit sie auch diesen Angst von Fremden, Unbekannten zu vermeiden, diese Barriere einzureißen quasi, und dass sie auch Informationen bekommen, wenn sie Lust und Laune haben, ins Ausland zu gehen und studieren. Und das ist eine gute Gelegenheit eigentlich für deutsche Studierende hier. Lecker, lecker, lecker! Hoppa, hier! Im Vordergrund standen dabei vor allem Speisen nach landestypischen Rezepten. Ob Kebab, passend zu den warmen Temperaturen Wassermelone oder türkische Spezialitäten, es ging sozusagen auf eine kulinarische Weltreise. An den 59 Ständen präsentierten sich die verschiedensten Nationen, um sich und ihr Land vorzustellen. Mit über 3000 ausländischen Studierenden an Münsters Uni ist Integration und Internationalität auch ständig präsent. Das ist für uns sehr wichtig, denn ich denke, Münster ist auch eine interkulturelle Stadt. Und viele der Münsteraner nehmen zwar wahr, dass sehr viele Ausländer hier leben, aber sie kennen vielleicht wenig über die Hintergründe der Länder, über die Kulturen. Und hier haben wir als Verein auch die Möglichkeit, einfach unsere Arbeit darzustellen, die Menschen zu präsentieren und auch zu zeigen, was gibt es so aus diesen Ländern Typisches, womit assoziieren die Menschen sich, wofür stehen sie. Einfach die Möglichkeit zu haben, dass die Ausländer, die hier in Münster leben, mal ihre Heimat etwas präsentieren können. Kalis vom lettischen Zentrum zum Beispiel schätzt nicht nur das außergewöhnliche kulinarische Angebot der Veranstaltung. Also da kann man jetzt zum Beispiel die anderen Nationen sehen, die in Münster leben. Auch dann meistens auch was Spezielles kaufen, beziehungsweise Spezialitäten essen, was zum Beispiel bei den Türken ganz, ganz beliebt ist von unserer Seite, sind die Süßigkeiten. Das sind diese Baklava-Sachen, die sind ganz lecker. Da gibt es bei den Pakistanern ein scharfes Essen, was ganz untypisch für Lettland ist zum Beispiel. Da geht man da hin und dann, das schmeckt einfach so. Und ist ja auch wichtig, man knüpft auch Kontakte natürlich. Ja. Und was schmeckte, konnte auch gleich in zahlreichen nachgestellten Supermärkten mitgenommen werden. Lateinamerikanische Küche eben auch für zu Hause. Und auch wenn einige Stände nicht das, sagen wir mal, ganz passende Angebot für die sommerlichen Temperaturen hatten, als landestypisches Merkmal gehören sie doch dazu.